Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar reiche ich die Eventwoche nach, ja, weil sie jetzt erst jetzt gibt. Und leider gab es halt gestern keine News und auch hier auch deswegen. Aber auch der Vorteil, wir haben hier brandneues Gameplay zum neuen Update, beziehungsweise kleinen Hintergrundupdate, was man hier auf jeden Fall jetzt bekommen kann. Die neue Mission. Ihr bekommt auf jeden Fall einen Anruf und dann könnt ihr das bekommen. Neuer Content haben wir, wie gesagt, den Clucking Bell. Heißt, wo ihr jetzt hier auch schon die erste Cutscene im Hintergrund sehen könnt. Des Weiteren haben wir neue Fahrzeuge. Einmal den 3 Stück an der Zahl. Und welche drei das sind, das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir einmal den Gauntlet Interceptor, den wir alle schon erwartet haben. Den könnt ihr jetzt übrigens fahren. Dann haben wir den Bravado Benson Clucking Bell. Und den Terminus, kann man auf jeden Fall mal sagen, sind okay. Hier freuen uns die meisten auf den Interceptor. Let's go zum doppeltem Geld und doppeltem RP. Haben wir hier den Gegnermodus Hetzjagd, obwohl hier steht Hunting Pack Remix. Dieser ist aber leider irgendwie nicht im Game. Irgendwie crazy. Dann haben wir noch die ganzen hier, die Rockstar-Modus hier, die Community-Serie. Auch noch ein bisschen doppeltes Geld und doppelte RP. Dann ist es halt so, dass es noch etwas kostenlos gibt. Und zwar gibt es dann noch ein Auto kostenlos. Wie man das beanspruchen kann, bin ich mir nicht sicher. Ob das jetzt PlayStation Plus oder GTA Plus ist, das weiß ich leider nicht. Hier steht einfach nur, dass man sich das einloggen soll und dieses Auto bekommen soll. Das sei hier erstmal vorerst alles zu dem Auto. Dann haben wir 50% Rabatt auf die Buckingham Nimbus, die jetzt noch $950,000 kostet. Ist okay, aber Leute, warum ein Flugzeugrabatt? Der bringt uns doch nichts. Lass uns doch lieber zu Autos gehen, da haben wir doch wesentlich mehr von. Und da haben wir 40% auf den DJ Traungur. Ein sehr guter Geländewagen, bin ich schon gefahren im Rennen. Und den Drift Tamper für Driftrennen und allgemein gutes Aussehen und optisch für gutes Überkommen in Tuning-Treffen. Dann haben wir aber noch mehr Rabatte und zwar gibt es ein bisschen so rund 25% Rabatt für noch weitere zwei Fahrzeuge. Und zwar einmal den Karin Vivianit, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die sind laut HSW auf Next Gen. Und dann haben wir den Vapid Dominator GT. Finde ich jetzt okay. Kann man machen. Der Vivianit oder Vivianit, wie das Ding ausgesprochen wird, ist relativ schnell auf den Strecken unterwegs und kann eigentlich relativ gut mithalten. Finde ich jetzt kein schlechtes Auto. Dann kommen wir wie immer zu den Waffen und da haben wir hier die Sturm-Schrotflinte für jedermann und die Einsatz-PDW für die GTA Plus Mitglieder. Kann man auf jeden Fall mal sagen, die Waffen sind, Leute, wie immer nicht das Wahre. Aber machen wir nichts draus. Diese Woche bekommen wir aber noch eine wöchentliche Challenge auch wieder. Und zwar müssen wir einmal den kompletten Clucking Bell heißt abschließen. Und zwar die finale Scene of the Crime to Earn müssen wir abschließen, um $100,000 zu bekommen und diese gelbe Mütze hier zu bekommen. Weiteren haben wir die Salvage Yard Überfälle. Da haben wir auch noch sehr nice Überfälle am Start. Und da haben wir einmal den Gangbanger Überfall. Das ist dann der Polizeiraub. Dann haben wir den MC Tony. Das ist dann das U-Boot heißt. Und da haben wir den Duggan heißt. Der ist dann der Arena Raub. Finde ich jetzt auf jeden Fall ganz okay. Im Glücksrad bzw. auf dem Podium haben wir auch ein Auto am Start. Und das ist natürlich jetzt nicht ganz so mega, aber das ist der Broadway. Könnt ihr auf jeden Fall mal mitnehmen, ist ganz okay. Aber ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall okay, das Fahrzeug. Auf jeden Fall kann man mitnehmen. Im Hintergrund, ihr seht ja, wie ich hier das Bargeld innerhalb der Mission raube. Ich finde persönlich das Gameplay an sich nicht schlecht gemacht. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Lass uns jetzt aber auch direkt dann weitergehen zum Car-Meet. Und da finden wir den diesen Vapid Yoga Classic. Und dafür müssen wir 3 Tage in Folge unter den Top 3 sein, um das Ganze freizuschalten. Dann kommen wir zu den Premium-Rennen und den wöchentlichen Zeitrennen. Da haben wir das Premium-Rennen, heißt Boots on the Ground. Das Zeitrennen heißt Small Mill oder Sawville oder wie man das auch immer ausspricht. Und das HSW-Zeitrennen heißt Del Perro Beach. Die Testfahrzeuge sind
im Premium Deluxe Motorsport der Arne Savestra, der Eno Supra Diamond, der Karin 190Z, der Pegassi SK, das ist glaube ich ein Bike, und der Wapit Plate. Im Luxushaus, wo man zwei Autos finden kann, um diese zu kaufen, findet sich der Canis Terminus und der Grotti Turismo Omaggio. Dann kommen wir zum LSK mit. Da gibt es ja ebenfalls drei Fahrzeuge. Und da finden wir den Lampadati Furore GT, den Pfister 811 und den Wapit FMJ. Hierbei muss ich sagen, ist einer echt ein Klassiker. Und zwar der Furore GT ist ein OG-Fahrzeug. Dann kommen wir jetzt zum Premium-Testfahrzeug. Wenn ihr auf Next Gen spielt, dann bekommt ihr den Karin Vivianit oder Viviant. Auf jeden Fall schon in der HSW-Variante dahingestellt. Da sollte dann erstmal mit der Eventwoche gewesen sein. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Zockerbeast 91 und ciao.